sind Familienunternehmen, die Familie Schweigert, zweite Generation. Es ist immer toll, wenn man zusammensitzt und sich Gedanken machen darf. Und für uns war es spannend zu sagen, wie sieht Küche 2030 aus? Wir möchten die Verschmelzung von Küche, Wohnen, Essen, nämlich ein ganzes Raumkonzept. Wir haben unsere Architektur total verändert und haben Sinnesbereiche geschaffen, nämlich anfassen, sehen und denken. Mit Denken meinen wir nachhaltig denken. Also es ist ein sehr schönes Gefühl, jetzt nach dem mehrmonatigen Planungsprozess hier Teil dieser Umgestaltung, dieses ersten Bauabschnitts bei Schweigert zu sein, bei unserem langjährigen Partner. Und für mich persönlich ist es ein ganz besonderes Gefühl, weil es wirklich den Auftakt sozusagen bildet eines mehr auch ein Stück weit neuen Shop-Konzeptes, in dem die Interaktion deutlich stärker in den Vordergrund rückt als nur das Anschauen und Sehen und Angucken von einem statischen Produkt. In so einer großen Küche, wie wir heute kochen dürfen, da kann man sich voll ausbreiten, kann seinen Gedanken freien Lauf lassen und kann wirklich auch schöne Gerichte daraus zaubern. Macht sehr viel Spaß, ist eine Küche für zu Hause, aber ich kann damit arbeiten, als wäre es die Küche in meinem Restaurant und das ist natürlich großartig. Ich habe alle Geräte, ich kann Sous Vide garen, ich kann backen, ich kann garen. Es macht wirklich Spaß und Platz habe ich auch genug. Wir haben große Lust gehabt, Küchenvision 2030 aus unserer Sicht zu entwickeln. Und jetzt haben wir noch größere Lust, die Menschen einzuladen und mit ihren Sinnen das, was wir geschaffen haben, selber zu erleben.